Ich höre hier wieder so ein Piepen. Wo? Ada. Oh, bam, Ada, okay. Kladutsch. Kladutsch. Boah, jetzt bin ich ja fast reingelaufen. Ich gehe mal hier hoch. Da hinten ist noch einer. Ich höre jetzt hier links, da rechts was. Genau, hier ist was. Ah, okay. Ah, die habe ich jetzt super scheiße geworfen. Okay. Okay, das war's schon. Okay. Wie habe ich denn die Turret jetzt geworfen? Wie ein Idiot. Ah. Geh mal eben rüber und nimm das mal eben an. Komm. Kann ich noch nicht? Ne, ich kann noch nicht. Hier sind noch ein paar Zivilisten, oder? Ich habe zumindest gerade welche gesehen. Keine Ahnung, wo die jetzt sind. Die sind hier da. Ah ja. Oh Gott. Ihr armen Geschöpfe. Uiui. Ziel erfüllt. Feindliche chemische Zusammensetzung entdeckt. Wahrscheinlich entzündlich. Untersuchung empfohlen. Okay. F öffnen. Bestätigt. Es ist tatsächlich Napalm. Bei diesen Mengen müssen Sie vorhaben, das ganze Depot niederzubrennen. Es wird nicht nur die gesamte JTF-Versorgungskette zerstört. Niemand in dieser Zellstadt wird diese Geschichte überleben. Wir müssen sie aufhalten. Auf wen schießen Sie denn? Wofür sind wohl diese Rohre? Was? Bist du doof, Junge? Okay. Auf niemanden. Hier ist noch eine Munitionskiste. Oh ja, sehr geil. Siehst du das? Auf wen schießen sie denn? Auf niemanden. Doofkopf. So, müssen wir hier rum. Und dann wahrscheinlich jetzt die Treppe da hoch, ne? Ja. Ne, da hinten müssen wir hin. Ja, da sind noch welche hier. Okay. Oh, nicht hier hoch. Oh, da sind eine ganze Reihe, ey. Jo. Okay. Okay, super. Hat uns beide geheilt, ne? Ja. Sehr gut. Danke. Da hinten kommen noch welche. Bisschen Kirmes da hinten. Ein bisschen ist gut. Okay, und da hängt noch einer hinter. Da hinten kommt, glaube ich, noch einer. Ich kann mich nicht heilen. Warte. Dankeschön. Das ist auch cool. War da jetzt noch einer? Ja, irgendwie schon, aber irgendwie nicht. Irgendwie schon, aber irgendwie nicht. Geil, ne? Warte mal, da ist er. Also,
Wenn, dann wäre er also jetzt sehr defensiv. Nee, das sind die Zivilisten da hinten, die da so rumeiern. Genau. Eben nochmal scannen, ob hier nicht noch was ist. Nee, keine Bedrohung gefunden. Alles gut. Aber wir müssen ja jetzt das Napalm da finden, ne? Wo müssen wir denn hin? Ach, hier oben hoch. Wir sind schon bei 27 Minuten, Liebelein. Ja. Ich würde aber sagen, wir machen noch so lange, bis wir das gefunden haben, oder? Ja, ich würde auch sagen, weil dann eine neue Folge schaffen wir ja nicht, ne? Abbrechen. Ja. Richtig. Genau, geh mal hoch. Die Kransteuerung erreichen. Hier ist noch eine Kiste. Oh, sehr gut. Nee, das war nur eine Tasche. Hier ist noch eine Tasche. Ich habe die linke genommen, nimm du die... ich habe die rechte genommen, nimm du die linke. Ich glaube, die sind dann weg, ne? Ja, okay. Ja, genau, die kannst du nicht mehr... Kannst du nicht mehr nehmen. Okay. Guck mal, gehen wir mal hier hin. Oh, oh, oh. Da sind wieder welche. Okay, das ist ganz gut, dass die da die Tanks auf dem Rücken haben, ne? Ja, das ist richtig gut. Der rennt weg, der kleine Scheißer da hinten. Gehen wir mal nach unten. Ach, da ist noch einer. Ja, da holt er seine Freunde. Kommen noch zwei. So, da hinten kommen noch mehr. Oh, Sniper, ich liebe Sniper. Sniper ist super. Okay, Agent. Eine Einsatztruppe von Sarah und JTF steht bereit, sobald sie die Lage im Griff haben. Sie werden Proben von allen Flüchtlingen nehmen, die sie finden. Medizinisches Personal? Ein paar Rettungssanitäter sind dabei, ja. Ein paar? Also etwa da zwei? Noch was? Nee, ne? Die anderen können erste Hilfe leisten. Sie wissen, wie man eine Vene findet. Also los, Agent. Dann müssten wir aber eigentlich jetzt hier gleich die Treppe runter. Ja. Oder sich zu infizieren. Ja. Ich will das mal glauben. Ich meine, wenn das jetzt noch 10 Minuten weitergeht, kann man ja theoretisch auch zwei Folgen draus machen. Müssen wir mal gucken, ne? Ja. Mal eben gucken, ob wir hier noch irgendwie was haben. Wir müssen da hinten hin. Ziel erfüllt, die Kransteuerung erreichen. Du hast die Kransteuerung gefunden, Liebelein. Habe ich? Ja? Okay. Ja. Das ist cool. Das wusste ich nicht. Oh, hier ist noch ein lilafarbener. Da ist noch ein... Ist noch ein roter. Geh doch bitte aus der Deckung raus. Meine Güte, das nervt mich wirklich. Ehrlich, das nervt mich ohne Ende. Ich liebe dieses Spiel, aber das nervt mich wie eine Pest. Ja, es aus der Deckung ist. Das ist echt eine Pest, oder? Jetzt mal im Ernst. Ja. Weil du siehst, dass eine Granate kommt, die bewegt sich aber nicht. Also. Wo geht der denn jetzt hin? Ach, der hat da so eine. Scheiß Turret auch aufgestellt.
Hier ist Dr. Candle. Probenteam, hören Sie mich? Hier, Patel. Wir hören Sie, Doktor. Oh, Lieutenant. Wo ist denn der lila Fatzke hin? Ist der weg? Ich brauche zu jeder Probe Daten über den Spender. Alter, Geschlecht, ethnische Gruppe, allgemeiner Gesundheitszustand auf einer Skala von 1 bis 10. Dann beschriften und sammeln Sie die Proben nach... Entschuldigung, Doktor. Aber vielleicht kann das warten, bis die Operation abgeschlossen ist. Haben Sie etwa kein Vertrauen in Ihren Agenten? Konzentrieren Sie sich auf Ihre Aufgabe. Lieutenant, funken Sie Dr. Candle an, sobald das Gebiet sicher ist. Ja, Ma'am. Keine Sorge, Doktor. Wir kriegen das schon hin. Hoffentlich bald. Es geht ja auch nur um das Überleben der gesamten Menschheit. Verstanden, Doc. Patel Ende. Wo sind die Typen denn jetzt? Da hinten. Ja. Sind sie tot? Hm. Ah, super. Genau, die Flammen reingeschleudert, jawohl. Ja, da ist aber auch nichts mehr gewesen, ne? Okay. Bist du voll mit Leben? Warte mal eben. Nee. Thank you. You're welcome. So. Oh, ich gehe mal in Deckung, wenn ich hier rüberspringen will. Wahnsinn. Weil Leertaste ist ja normalerweise springen, ne? Genau. Das ist, ich glaube, ich muss das irgendwann echt mal umstellen. Warnung, keine Neustartzone. Fuck. Mausi, das wird zu lange, ey. Ja, ich weiß auch nicht, wie lange das hier. Wir gucken mal. Ja, stimmt. So bis halb wollte ich eigentlich nur und dann... Pass auf, eine Bombe. Ich muss erstmal warten, bis es hier aufhört zu brennen. Können wir hier nicht raus? Anführer des Clans suchen. Da hinten sind noch welche. Wir kommen hier aber gar nicht runter, ne? Nee. Kann das sein? Ich glaube auch. Boah, hier kriegst du sofort auf den Sack. Wieso können wir denn hier nicht runter? Da ist der Anführer, der Gelbe. Oh Gott, ein Gelber. Ich rast aus. Scheiße. Eben gucken wir meine Heilung wieder. Das sind ja fast wieder tot, ey. Ja, ich auch. Scheiße. Ja, ich glaube, wir müssen das hier gleich einmal unterbrechen. Lieb schon. Scheiße, müssen wir wieder alles von vorne machen, ne? Kannst du mal nach hinten krabbeln, bitte, hier runter? Ups. Dankeschön. Bitteschön. Nachladen. Ja, wir gucken mal. Jetzt noch 5 Minuten und dann, wie weit wir da kommen. Wieso kommen wir denn da nicht? Das ist doof, ne? Dass wir da nicht irgendwie... Total. Fuck. Boah, ich hab schon fast gar nicht mehr sichtbar irgendwie. Hier ist nur eine kleine Munition. Gar keine Munition mehr. Ja, hier ist eine kleine Munitionskiste. Oh, geil.
Oh, mal direkt auffüllen. Die habe ich gar nicht gesehen. Ja, geil. Jetzt habe ich auch wieder hier. Kann ich auch wieder ein bisschen was tun hier. Da sind zwei gelbe. Zwei. Leck mich am Arsch, ey. Boah. Ey, du kommst ja hier überhaupt nicht von der Stelle. Du bist ja sofort immer fast tot. Ja, dann müssen wir gegebenenfalls beim nächsten Mal wieder hier hinspielen. Jetzt bin ich hier tot. Ich krabbel mal nach hinten. Genau, komm noch mal eben hier rein. Jo, und dann heile ich dich noch mal eben. Moment. Danke. Ja, dann müssen wir den ganzen Schissel beim nächsten Mal vor der Aufnahmesession machen. Vorsicht, da kommt ein Zombie. Oh, Alter. Leck mir am Arsch. Aber bei dem einen ist das Schild schon runter. Ja? Das ist ja immer die Hauptsache. Dann ist er ja fast... Ja, der eine ist weg. Nein. Ich bin ein bisschen am Rennen. Ein Agent in Ihrem Team ist verletzt und braucht Hilfe. Kacke, was eine Kacke. Aber das ist das einzig Gute, dass wir hier zusammenstehen. Aber ich muss mich jetzt erstmal erholen. Ich habe keinen Medipick mehr. Medipick. Ah, danke. Ja, dafür hast du mal ja mich. Kein Medipick. Kommen noch zwei. Ey, ist das ätzend, ey. Ja, allerdings. Komm da runter. Dankeschön. Oh. Ich raste aus, ey. Du kommst hier überhaupt nicht von der Stelle. Was für eine Sisyphus-Arbeit. Ja, richtig. Die gibt auch so kurze Feuerstöße nur. Meine Waffe, die ist kacke, ist sie. Scheiße. Fuck. Genau, einmal bitte runterkommen. Und einmal kurz heilen. Dankeschön, mein Gott. Oh yeah. Das ist ein Kack, ey. Nein, das wollte ich nicht machen. Ich wollte auffüllen. Das ist nur noch der eine Typ da. Ja, das kriegen wir hin. Hoffentlich kommt da nicht noch viel mehr. Jetzt kommt er hier hin. Jetzt rennt er wieder hoch. Schild ist weg. Jetzt geht's schnell. Ja, jetzt. Weg. Bitch. Ja. Jetzt können wir auch hier runter, Mann. Boah. Lecko funny, ey. Jo. Ja, da müssen wir es vielleicht doch nicht neu starten. Ich glaube, das war so ziemlich Endboss, oder? Ja. Die gelben sind ja eigentlich immer. Nee, geh mal hier rüber. Geh aus der Deckung raus. Oh, wow. Wie nervig. Kannst du nicht rüber. Muss hier rum. Musst du außen rum. Oh, sorry Leute, ich will nicht meckern, aber das ist mit der Deckung... Ja, teilweise das ist es ein kleines bisschen blöd, ne? Ja, weil es dich dann halt das Leben kostet, ne? Wenn du nicht so schnell wegkommst. Das ist halt...
Jo. Ein bisschen, ja. Nee, jetzt sollten wir es eigentlich, müssen wir jetzt zur Kransteuerung gelangen. Müssen wir jetzt nochmal hier runter. Ja. Und dann hier, glaube ich, durch das Gate, ne? Ja, ich glaube nicht, dass wir jetzt noch großartig. Falls Sie den Kran steuern können, setzen Sie den Tank an einem sicheren Ort ab. Genau, wenn wir den Kran steuern können, dann setzen wir ihn auch an einem sicheren Ort ab. Ja, die Einsätze haben es schon in sich, ne? Da brauchst du schon zwei Folgen für. Ja. Ich glaube, aus der machen wir auch zwei, oder? Ja, auf jeden Fall. So, gucken wir mal. Hier ist die Kransteuerung. Laptop benutzen. Ein Tentakel liegt hier. Ziel erfüllt. Container wird abgeladen. Cool. Und dann? Haben wir dann? Oder müssen wir jetzt erst hier noch dramatisch flüchten? Oh, oh wow. Whoops. Das müsste reichen, Agent. Einsatz abgeschlossen. Ja, gut. Geil. Also, Probenteam. Wie ich schon sagte, die Blutproben müssen beschriftet und archiviert werden, damit wir die wesentlichen Faktoren ermitteln können. Mhm. Wechseln wir auf einen anderen Kanal, damit wir den Agenten nicht langweilen. Stufe 9 habe ich. Cool. Du auch? Ich auch. Ja, genau. Mega. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir aber hier raus, oder? Genau. Dann machen wir da. Und dann schneiden wir dann. Habt ihr einmal keine Begrüßung, meine Lieben, weil wir dann das geschnitten haben. Aber wie, bei was sind wir jetzt? 40 Minuten oder was? 44, 45 Minuten, genau. Dann machen wir halt so die Hälfte, müssen wir mal genau gucken. Das wird zwar nicht bei beiden gleich sein, der Schnitt, aber ist ja nicht schlimm. Genau. Das ist ja, das kann natürlich auch mitten in einem Fight oder so sein, aber gucken wir einfach mal. Genau. Das machen wir. Cool. Ja, hat wieder richtig Spaß gemacht, meine ja, Liebe. Ja, fand ich auch. Freue mich schon auf die nächste Aufnahmesession. Jo. Und ja, das ist deine Folge. Du sagst Tschüss. Ach so. Ja, meine Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Die Vergleichsdaten, die Sie vom Bahngelände haben. Ach, jetzt labert die Jessica Kenner. Meine ich, bereiten uns einiges Kopfzerbrechen. Mhm. Ich habe einen Bericht für Sie in die Datenbank hochgeladen. Super, danke. Danke, danke, Kendall. Gucken wir beim nächsten Mal nach. Genau, gucken wir beim nächsten Mal nach. Und ja, meine Lieben, danke, dass ihr immer dabei seid. Und ich hoffe, es macht euch auch so viel Spaß. Sorry, wenn ich heute ein bisschen rumgenölt habe, aber es mit der Deckung hat mich echt genervt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Juhu, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.